keine Punkte in der Fremde. Die HSG Blomberg-Lippe verliert beim deutschen Meister in Leipzig mit 24:27. Der HCL dominierte das gesamte Spiel und konnte gegen Ende der Partie mit ihren jungen Nachwuchsspielerinnen wieder einiges ausprobieren. Ich finde, dass wir waren sehr gut in unserer Deckung und spielen eine sehr vernünftige Konterspiel. In der ersten Halbzeit, da gehen wir mit 6 Toren weg, gehen dann auch in der zweiten Halbzeit etwas weiter weg und dann treffe ich halt die Entscheidung, dass ich will probieren, einige von den jungen Leuten zu testen und eine Chance zu geben. Und das haben wir gemacht. Und dann kommt Blomberg ein bisschen näher dran. Aber der Sieg war eigentlich nie so richtig in Gefahr. Ich fand, dass wir aus dem Rückraum heute vielleicht zu oft flach und zu schlecht geworfen haben. Da war die Quote zu schlecht. Dann ist es auch für alle anderen Positionen schwierig. Ansonsten muss man hier geduldig spielen, muss lange Angriffe spielen. Das hatten wir uns vorgenommen, das haben wir so gemacht. Wir haben am Ende die Möglichkeit genutzt, das Ergebnis zu korrigieren, als Leipzig gewechselt hat. Das haben wir auch gut gemacht. Waren zufrieden nach Hause. Also wir haben eine gute Abwehr gespielt, bis zur 45. Minute haben die 16 Tore gemacht. Also das spricht natürlich für unsere Abwehr. Wir sind gut zurückgelaufen, wir haben eigentlich keine Mittel gegen uns gesehen im Angriff. Also unsere Abwehr war der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Einfach war es nicht, also man darf auch keinen Gegner unterschätzen. Ich meine, die sind auch noch mal rangekommen, als wir gewechselt haben, deswegen war es nicht einfach. Aber ja, wir haben trotzdem souverän gewonnen.